Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich möchte heute mal mit euch zusammen was ausprobieren, das ich in der Glossy Box hatte. Und das ist dieser Fenty Beauty. Ne, damit könnt ihr ja zum Beispiel, das könnt ihr als Rouge verwenden oder als Highlighter, diesen hier. Und den wollte ich mit euch mal zusammen ausprobieren. Und dann hatte ich doch in der im Glossybox Adventskalender die Iconic London Palette. Na, das sind ja diese schönen Töne. Und damit möchte ich mir heute ein Make-up schminken mit euch zusammen. Na ja, genau. Fangen wir einfach mal an. Meine Augenbrauen habe ich schon gemacht und ich habe auch schon hier von True Skin wieder das Make-up drauf und das Zauberpuder von Make-up Coach und dann kann es auch schon losgehen. Pinsel habe ich mir diesmal auch schon bereitgelegt und ich habe noch etwas, das hatte ich lange nicht verwendet, das habe ich mir mal gekauft und in die Schublade gelegt. Afrika-Erde, African-Erde. Ne, das ist auch mit so einem Pump. So was Ähnliches hatte ich ja von der lieben Anja, genau, in einem, ja, in dem Trash-Paket, genau. Und das ist jetzt hier eben mit afrikanischer Erde. Das ist sehr, sehr dunkel. Ich habe das schon einmal ausprobiert, da muss man sehr vorsichtig mit sein. Aber das möchte ich mit euch zusammen heute mal ausprobieren. Genau, fangen wir einfach mal an. Ich werde einen hellen Ton nehmen, einen puscheligen Pinsel, nehme die Palette in die Hand und dann werde ich diesen ganz hellen Ton nehmen hier und den werde ich mir einmal insgesamt nochmal über das ganze Augenlid machen. Ich bin auch schon mit dem Puder von Make-up Coach auch über die Augen und die Wimpern gegangen, weil ich benutze ja keinen Primer und dann hält das auch das, der Lidschatten den ganzen Tag. Bei mir hält sehr, sehr gut, auch ohne Primer, denn ich habe immer so ein bisschen meine Probleme mit dem Primer. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber bei mir sieht das ganze Augenlid nachher so leicht so ein bisschen, ja, krüsselig aus. Also ich mag den Primer nicht so gerne. Vielleicht habe ich auch den falschen gehabt, aber ja, es hält auch so super gut. Ich brauche den nicht und deshalb mache ich mir immer das Puder drüber, ne, vom Make-up Coach, Transparentpuder. Und dann habe ich den ganzen Tag, hält mein Lidschatten genauso gut. Ich weiß nicht. Da braucht man das dann nicht unbedingt. Gut. Ja, ich packe die Palette schon wieder weg. Ne? Ich wollte euch doch zeigen, welche Farben ich verwende. Ich stelle die immer hier hin. Ich werde jetzt mal diesen schimmernden Ton, der heißt Girl Boss, dieser hier, den werde ich mir mal auftragen und zwar hier im inneren Augenlid. Meine Fingernägel, ne, das blättert schon ab. Wollte ich mir eigentlich auch noch mal machen, aber das mache ich später. So, hier im Inneren und auf dieser Seite auch. Ja, versuche mal so ein bisschen so was Frühlinghaftes heute zu machen, so ein bisschen, weil wir haben so tolles Wetter, wir haben 10 Grad draußen, die Sonne scheint und das ist schon wie Frühling. Die Vögel sind auch schon total aktiv wieder. Ja, genau, den habe ich jetzt genommen, dann habe ich hier so einen, was nehmen wir denn nochmal? Hier habe ich so einen schönen Ton, so eine Art Ockergelb, ne? Den werde ich mal verwenden. Wo ist denn der Pinsel? Da. Ich nehme dafür so einen runden, fester gebundenen Pinsel. Dann gehe ich mal in diesen Ton hier rein. Und das mache ich mir hier so über die Mitte und bis nach hinten und gehe so ein bisschen höher auch. Ja, das ist so ein schöner Gelbton auf den Augenlidern. Ja, so ein Orangegelb. Ich finde, das ist ein schöner Ton für den Frühling. Rosa und Gelb, das sind doch schöne Farben. So, kann man ruhig ein kleines Tickchen höher gehen. Gerade hier hinten, wo ich so ein bisschen Schlupflid habe, kann ich ruhig ein kleines Tickchen höher gehen. Genau, hinten mache ich mir wieder etwas Dunkleres, um so ein bisschen Ausdruck und so in die Augen zu bekommen. Dann nehme ich diesen hier, Merlot Mondays heißt der, dieser hier. Genau, das mache ich mal mit diesem Pinsel, den wir
ich glaube, in der Goodiebox hatten wir die, ne? Und dann nehme ich erstmal diese Seite, gehe in diesen Ton, Mellow Monday, und oha, ein bisschen abklopfen, da kommt viel rauf. Und da gehe ich im hinteren Drittel rauf. Ne? Dass es nicht gleich zu viel wird. Und man kann ruhig mehr. Genau. Und diesen Ton werde ich auch gleich verwenden, um mir das Schlupflid ein bisschen zu kaschieren. Und dazu nehme ich aber, hätte ich auch gleich machen können, ne? Diesen Pinsel. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Der ist so ein bisschen abgeschrägt. Dann gehe ich auch in dieses Mellow Monday. Die längere Seite immer nach unten. Und dann gehe ich hier hoch und einmal so hier so rüber. In die Lidfalte rein und leicht darüber. Ne? So. Dass ich das jetzt auch so sehen kann. So. Am besten natürlich ohne die Augenlider hochzuziehen, aber einmal um das hier so anzusetzen. Und jetzt geht ihr einfach, ne, geradeaus gucken und dann in die Lidfalte und leicht darüber auf dem Augenknochen ein bisschen hin und her. Und noch ein bisschen. Nochmal. Ja. Meine Augen sind ja so, dass die nach hinten so ein bisschen nach unten gehen. Und deshalb kann man dann, wenn man das so eine Augenform hat, hier ruhig ein bisschen höher gehen, ne, mit dem Ton und den hinteren Bereich etwas, auch etwas höher und dann rüber. Ne? Das holt das Auge optisch noch mal ein bisschen nach oben. So. Kann ruhig schön kräftig. Für den Frühling jetzt ein bisschen schöne warme Farben, Frühlingsfarben und ja, wir haben noch keinen Frühling, aber ich fühle mich schon, als hätten wir Frühling. Jetzt haben wir schon 3 Tage so tolles Wetter. Ja, jetzt werde ich noch mal in das Gelbe gehen hier. Peaches Dreams heißt der übrigens. Und noch mal hier in der Mitte das noch mal verstärken. So ein gelb-orange oder ein ganz, ganz helles Orange ist das. Übrigens sehr schön deckend. Also bin jetzt ein bisschen zu weit darüber gegangen und das deckt sogar den Lidschatten, der davor schon drauf war, wieder ab. Deshalb gehe ich dann nochmal in dieses Mellow Monday und das mache ich mir hier hinten nochmal so ein bisschen. So, genau. Und jetzt werde ich mir einen dunklen Ton aussuchen, um hier hinten noch mal so ein leichtes Dreieck rein zu malen. Da nehme ich diesen Braunton. Genau. Dann nehme ich auch diesen Pinsel, weil ich nehme ja jetzt eine dunklere Farbe. Das klappt dann immer ganz gut. Und ich liebe diesen Pinsel, davon brauche ich mehr. So, da gehe ich dann hier hoch einmal und dann ein leichtes Dreieck hier am Knochen lang. Ne, so ein bisschen rein. Ich gehe hier auch noch mal so ein klein bisschen weiter rein, damit das... So, Kamera ist ausgegangen, während ich mir ja hier dieses Dreieck gemacht habe. Das habe ich ja auf beiden Seiten gemacht. Und dann bin ich unten mit so einem schmaleren Pinsel erstmal in Girl Boss gegangen. Habe mir das im inneren Augen, auf der inneren Hälfte, ne, bis zur Hälfte, von innen bis zur Hälfte aufgetragen. Hier auch. Und jetzt war ich gerade dabei, die Psoll
nochmal hier unten aufzutragen, ne? Und da habe ich festgestellt, die Kamera ist ausgegangen. Keine Ahnung, ob der Speicher wieder fast voll ist. Also auf der anderen Seite jetzt auch nochmal. Hier. Ne? Ungefähr bis zur Hälfte und dann so auslaufen lassen. Ne? So, beide Seiten. Genau. Und für oben, hier ist ja nun kein so richtig schöner dunkler Ton drin, kein Grauton oder so. Ne? Da werde ich mir dann doch hier wieder einen Kajalstift nehmen. Genau, und den hellen wollte ich auch noch mal hier Augeninnenlid hell machen. Das lässt die Augen ein bisschen strahlen und größer aussehen. Ne? So. Und was nehme ich denn da? Das ist braun. Braun will ich nehmen. Wie viel braun habe ich denn hier? Wusste ich gar nicht. Was habe ich denn hier? Ja, das ist ein guter. Das ist dieses Grün-Grau. Ne? Ein ganz dunkles Grün mit ein bisschen. So, ich habe über SD-Karte aufgenommen, die war voll. Ich hoffe, jetzt geht das noch. Über den Speicher vom Handy kann ich jetzt halt noch weiter aufnehmen. Was hatte ich gerade gesagt? Genau, der Kajalstift von Avon. Das ist ein Glimmerstick, ne? Und der ist so ein dunkles Grün. Und dann werde ich mir das jetzt hier als Lidstrich oben machen. Vorne ein bisschen dünner, dann werde ich dicker. Ihr müsst das nicht in einem durchziehen. Ich gehe auch immer strichelnd. Und dann in der letzten Hälfte hier, da gehe ich schon etwas früher nach oben. Weil ich mir so einen leichten Wing machen möchte. Gehe ich hier so ein bisschen hoch. Genau, und er verschwindet noch. So in Richtung Augenbraue. Ja, das ist jetzt sehr lang geworden. So. Fast gut. Manchmal klappt das auf Anhieb und manchmal nicht so. Eigentlich immer, wenn ich das so mache, ohne drüber nachzudenken, dann klappt das immer richtig gut. Wenn ich es dann anfange, drüber nachzudenken und vielleicht noch erklären will, dann passieren mir manchmal solche Sachen, ne? Ja. Und dann gehe ich halt bis hier hinten mit dem Dunklen und gehe hier auch noch mal hoch, dass das so zusammenpasst. So, und jetzt auf der anderen Seite auch noch mal. Ich fange ja wie gesagt vorne immer etwas dünner an. Und werde dann hier nach hinten dicker und gehe dann auch schon nach oben. Ja, so klappt das besser. Ne? So, genau. Und das wird jetzt alles ein bisschen verblendet. Dann nehme ich dann auch so erstmal diesen Puscheligen. Mal schauen, wie gut sich das so verblenden lässt. Mal so nach oben, ne? So, lässt sich ganz gut verblenden. Genau. Wenn ich jetzt die Augen zumache, ist dieser Lidstrich natürlich viel dicker. Das muss ich jetzt angleichen. Da gehe ich dann einfach hier so. Genau. So passt das wieder. Noch ein klein bisschen mehr verblenden. Nehmen wir mal diesen jetzt hier. Der ist etwas fester gebunden.
diese schimmernden Töne lassen sich ja nicht so verblenden. Da muss man dann immer mit dem Ton, mit den matten Farben, die man auch hat, so ein bisschen drauf gehen, ne? So. Ja. Unten auch noch mal so ein klein bisschen. So schaut das jetzt aus. Und jetzt kommt, ja, genau. Machen wir mal erstmal mit diesem weiter. Mal schauen, wie viel ist da drauf. Jetzt ist noch nicht so viel. Ach ja, hier war das, glaube ich, mit dem Drücken, ne? Na, sieht man gleich. Ich fange jetzt hier an, dass ich von hinten nach vorne so ein bisschen gehe. Ne? Da muss man echt aufpassen. Das ist ein schöner, dunkler Ton, der schnell dann auch fleckig aussehen kann, wenn die Farbe so unterschiedlich ist, ne? Zur Haut, so viel dunkler. Da muss man dann aufpassen und hinterher nochmal gut verblenden. Seht ihr, da kam jetzt auch einmal ganz viel raus. Also diese Dinger sind nicht zu empfehlen. Habe ich mir mal gekauft und ich dachte mir, ich probiere das jetzt noch mal aus. Aber ich finde das damit richtig schwierig. Genau, und dann kann man ja hier oben am Haaransatz noch mal so ein bisschen lang gehen. Und dann mache ich einfach hier noch mal so ein klein bisschen. Und das wird jetzt gleich alles verblendet, hier unten ein bisschen. An der Nase gehe ich damit nicht lang. Das wird bestimmt fleckig. Dann nehme ich mir so einen Pinsel und verblende das ordentlich. Man will ja nicht schickig aussehen, ne? Das sieht man dann meistens draußen erst richtig. Und das ist dann blöd. Meistens sagt einem auch keiner was. Die Leute gucken einen nur an und keiner sagt was. Und dann kommst du nach Hause und merkst du, dass da irgendwo was ist. Das ist immer blöd. So, also schön verblenden. Und nicht, also dieses Patent, würde ich sagen, finde ich nicht toll. Ne? Wo das Puder dann gleich da drinne ist und da hast du den Pinsel oben drauf. Das ist echt schwierig. Also das sieht so aus, als wenn das ganz praktisch ist, aber finde ich überhaupt nicht. So, ich glaube, so geht das. Dann nehme ich wieder hier das Rouge, das mache ich auch sehr gerne. Chocolate Strawberry von BH Cosmetics. Diese. Und heute gehe ich mal ein bisschen in die kräftigeren Farben. Na, gute Laune, schönes Wetter. Und dann kann das ruhig ein bisschen kräftiger sein. So. Ich habe ja diesen Pinsel, der vorne ausgedünnt ist und dann kommt nicht gleich zu viel rauf. Das finde ich echt praktisch. Ne? Mal schauen, wie das gleich passt mit diesem anderen Stift hier. Ne? Das ist ja ein Creme Rouge eigentlich. Rouge und Highlighter. Und das wollte ich nur mal so ein bisschen als Highlighter machen. So. Ja. Immer so nach oben streichen, ne? Nicht nach unten, immer nach oben. Das liftet. Genau. Mal schauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Da gehe ich immer bis zum Haaransatz und ich gehe mal so leicht nach oben in Richtung Schläfe. So. Und jetzt kommt dieser Highlighter. Den gehe ich einfach, wo ich sonst auch Highlighter mache, hier mal so rauf. Seht ihr das? Schimmert ja schon schön, ne? Aber das muss ich dann auch noch mal, das mache ich mit dem Finger, so ein bisschen verblenden. Farbe passt auch super gut zu meinem Rouge gerade, ne? Verstärkt das noch mal so ein bisschen und ja, leichter Schimmer kann man machen. Genau. So. Ne? Genau, Rouge fertig, bisschen Lippenstift und dann kommt noch die Mascara. Das kommt nachher ab, das passt jetzt auch überhaupt gar nicht zu dem Make-up,
aber ist eh schon so ein bisschen abgebröselt. Da mache ich mir nachher noch mal eine andere Farbe. Das ist ja von Catrice, ne? Dieser Lippenstift mit der Nummer 100, Plumping Gel Lippenstift von Catrice. Finde die Farbe eigentlich schön. Ob das jetzt zu viel ist mit dem Augen-Make-up? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber jetzt kommt die Mascara und die finde ich richtig toll. Die hat mir ja auch Anja geschickt in dem Trash-Paket, weil sie sagt, sie hat zu viele. Und ja, dann hat sie mir den abgegeben. Sie hat den selbst nicht getestet. Und ich habe ihr schon gesagt, der ist richtig toll. Aber der soll auch in 2 Wochen dunklere Wimpern machen. Und halt, ne, Glamendol von Catrice. Genau. Und der macht schöne Wimpern. Also, ne, das ist ja dieses dünne Bürstchen. Aber die Wimpern werden richtig schön damit. Ich glaube, da mache ich kurz Pause und wenn die fertig getuscht sind, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Wimpern sind fertig getuscht und ich habe mir einmal mit so einem Tuch ein bisschen von dem Lippenstift abgenommen und einen ja, so nudefarbenen Lipgloss noch mal gleich drüber gemacht. Dann passt das von der Farbe, finde ich, viel, viel besser. Ja, und ich finde, das sind so schöne Farben für den Frühling. Und die Wimperntusche, das ist so, ja, also Glam and Doll von Catrice, die finde ich alle richtig toll. Auch den neuen jetzt hier von der Anja, ein richtig toller Mascara. Ich finde, der macht richtig schöne, lange, volle Wimpern. Den werde ich mir bestimmt nachkaufen. So, soweit ist der Look dann fertig. Und so sieht das jetzt aus. Und wenn ich dann die Brille aufsetze, kennt ihr ja schon, das schluckt ein bisschen. Aber ich finde es richtig toll, weil wenn ihr schön die Wimpern schön getuscht habt, das kommt dann durch die Brille auch noch mal besser, ne? Also dann sieht das gleich ja viel ausdrucksstärker aus, ne? Und die Augen fallen mehr auf. Wimpern schön tuschen. Wir können ja noch mal nach draußen gehen. Wir haben so schönes Wetter und mal sehen, wie das bei Tageslicht aussieht. Ich nehme euch mal mit und genau, dann gucken wir uns das Ganze mal bei Tageslicht an. Ist ja doch ein bisschen anders. Ich sitze hier zwar auch am Fenster, aber ich habe dann ja auch noch diese Lampe an, weil diese Ecke jetzt doch nicht so hell ist, ne? Und wir gehen jetzt mal raus. So, ich sehe jetzt gar nichts weiter, aber ihr seht das bestimmt gut. Die Sonne scheint mir gerade so ins Gesicht. So, ne? So sieht das aus. Und dann mit der Brille. Ja, ich denke mal, dass es gut aussieht. Mal schauen. Ja, genau. Wir haben so tolles Wetter, richtig Frühling schon. Richtig, richtig schön. Da freue ich mich. Da hat man auch gleich ganz gut, ganz andere Laune, richtig. Richtig gute Laune hat man da gleich. Ja, genau. Das war mein Video dazu. Ich wieder mit meiner Hand. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.